Am Wochenende war CDU-Parteitag und ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt. Ich hatte Chips bereit, ich hatte mir ein Bier rausgeholt, ich dachte, das wird ein Krimi. Und dann das. Ein ganz normaler CDU-Parteitag. Warum jetzt die SPD mehr Angst vor Friedrich Merz haben muss als die CDU und wie die Weihnachtsfeier der Jungen Union mit dem schönen Titel Schlager gegen Links praktisch aussieht, das sage ich euch jetzt. Willkommen auf Schröders Satire-Kanal. Ich hatte mich wirklich gefreut auf das vergangene Wochenende. Endlich wieder ein CDU-Parteitag in Leipzig. Ein historischer Ort, denn dort hat Angela Merkel 2003 den Sozialstaat abschaffen wollen. Also sie hat es angekündigt, draus geworden ist nicht so viel. Damals hatte sie diese Rede nicht angekündigt und am Ende konnte sie das, was sie wollte, auch nicht umsetzen. Dieses Mal war eine Revolution angekündigt. Revolution mit Ansage. Ja, aus der deutschen Geschichte wissen wir ja, nur die Revolutionen, die rechtzeitig beantragt, in dreifacher Ausfertigung unterschrieben und fristgerecht an die zuständige Behörde zurückgeschickt werden, sind am Ende auch erfolgreich. Ja, und so war es dann auch. Revolution bei der CDU ist, das wissen wir nach diesem Wochenende, wenn die Chefin mit Liebesentzug droht. Wenn ihr diesen Weg nicht weitergehen wollt, dann lasst ihn uns hier und jetzt und heute beenden, hat AKK in schönster, beleidigter Leberwurst-Manier, typisch saarländisch, in den Saal gerufen. Da war die CDU natürlich schockiert und hat gesagt, um Himmels Willen, die will nicht mehr, wer soll dann, ups, die CDU-Pannenshow in Zukunft moderieren? Nie wieder spontane Auftritte über Meinungsmache im Internet und außerhalb Vor- und Nachwahlen. Nie wieder heiteres Bibelzitate-Raten über die Anzahl von Plagen in Ägypten. Nie wieder Witze übers dritte Geschlecht und nie wieder Nachhilfeverbote für Klimademonstranten. Also statt AKK eine Vorsitzende, die weiß, wovon sie spricht? Das wäre aber auch nichts für die CDU. Seit Greenpeace das C einfach weggetragen hat von der Parteizentrale in Berlin, muss die übrig gebliebene DU sowieso gucken, wo sie bleibt. Jetzt wissen wir auch endlich, wofür dieses C in CDU wirklich steht. Für CO2. Das C im Namen der Partei sei verdammt ernst, hat Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt. Es stehe für Verpflichtung, dass es uns nicht nur alleine gibt auf dieser Welt und dass es nicht nur uns gut geht. Also V für verdammt und für Verpflichtung oder C für Verpflichtung und verdammt wichtig. Aber wenn es dann für verdammt und Verpflichtung steht, müsste es ja eigentlich ein V sein und kein C. Auf jeden Fall, ich bin kaum hinterhergekommen. So komplex war diese Rede. Entsprechend gab es dann auch minutenlange Standing Ovations für derart komplexe Gedanken von AKK. Jens Spahn ließ sich auf ein Bügelbrett binden, um lange genug im Stehen applaudieren zu können. Uschi von der Leyen hatte sich ihren Hosenanzug mit Haarspray verschleifen lassen, um nicht in sich zusammenzusinken. Und Peter Altmaier hatte ein altes Baguette im Ganzen verschluckt, das ihm von innen Halt und Festigkeit verlieh, um es dann bis zum Ende zu schaffen. Die Regierungskoalition diskutierte ja auch bis zum Parteitag noch auf Schloss Meseberg, dem Funkloch Deutschlands, um über das Ende der Funklöcher zu beraten. Das ist so, wie wenn sich die anonymen Alkoholiker in einer Brauerei treffen würden. Die Junge Union wollte ja noch schnell die Urwahl des Kanzlerkandidaten durchdrücken, haben die Delegierten aber abgelehnt. Klar, was hätte auf dieser Uhr auch stehen sollen? Kurz nach 12 oder Viertel nach, mir doch wurscht. Die Urwahl war ja auch nicht wirklich der Wunsch nach mehr Demokratie. Nein, wir sind ja immer noch in der CDU. Es war vielmehr eine Art Misstrauensvotum gegen AKK. Paul Ziemiak hatte auf das Schicksal der SPD verwiesen. Zu Recht. Sich so runterrocken wie die SPD, dafür braucht die CDU keine Urwahl, dafür hat sie AKK. Aber es war die SPD, deren Vorsitzendenwahl auf einmal fast lebendig aussah gegen das, was da in Leipzig bei der großen Revolution vor sich ging. Und dann war da auch noch, fast vergessen, der Auftritt von Friedrich Merz, der über die SPD sagte, sie sei, Zitat, strukturell illoyal. Großes Erstaunen bei der SPD. Will der Merz jetzt etwa bei uns eintreten? Strukturell illoyal. Sei die SPD, während die CDU immer loyal sei, sagt Friedrich Merz, der noch letzte Woche öffentlich sagte, die Bundesregierung in Person der Bundeskanzlerin arbeite grottenschlecht. Ha, vielleicht mal an die alten Reden von vor einer Woche erinnern, bevor man so einen Stuss raushaut.
Aber wo die Revolution schon ausblieb, musste Merz sich dann wenigstens noch eine andere Frau suchen, an der er sein alte weiße Männergehabe nochmal richtig ausleben konnte, als wäre es 1985. Nämlich an, Überraschung, Greta. Ja, sie hätte die beste Jugend gehabt, die es jemals überhaupt in diesem Teil der Welt gegeben hat. Stellvertretend für Greta möchte man sagen, okay, Boomer. Die junge Union feiert jetzt erstmal ihre Weihnachtsfeier, um sich zu entspannen vom CDU-Parteitag, und zwar unter dem schönen Motto Schläger gegen Links. Ja, gut, mit Schlägern wäre es auch schwierig geworden. Aber ich sag's mal so, wenn Philipp Amthor mit einem Baseballschläger loszieht, dann kriegt auch der schwarze Block richtig Muffensausen. Mehr vom CDU-Parteitag und von der Einschätzung von Philipp Amthor zu allem, was da am Wochenende so los war, seht ihr in diesem, wie immer bei Philipp Amthor, sehr sehenswerten Video. Wobei man ja froh ist, wenn Amthor überhaupt mal ein Video macht. Gut, in dem Fall war es nicht selber, aber immerhin. Und ich sage, danke fürs Zugucken, abonniert noch schnell den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.